Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und mit diesem Riff leite ich F-Zero X auf dem N64 ein. Ein Future Racer, der eigentlich sehr bekannt geworden ist durch Captain Falcon und seinen bekannten Falcon Punch, bekannt aus Smash Brothers. Wir machen einfach mal den F-Zero Jack Cup, natürlich mit Captain Falcon. Ich wollte euch das Game einfach mal zeigen. Ich glaube, es sind 6 Strecken in diesem Grand Prix Modus. Und es ist, wenn man so will, ja so eine Art wie Wipeout oder welchen Future Racer ihr da auch noch so kennt. Aber es ist unglaublich cool. Es macht Fun Hölle 5. Das sind Beschleunigungsstreifen, sage ich mal einfach. So. In der ersten Runde können wir noch keinen Boost benutzen. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Also ist so wie bei Formel 1, irgendwann wird dann Kers freigegeben. Und hier ist es eben ab der zweiten Runde. Das heißt, hier läuft alles noch sehr human. Es gibt auch einen Rivalen, was ganz lustig ist. Das heißt, ihr habt auch so, so eine KI, die sich dann auch ein bisschen anstrengt, euch das Leben schwer zu machen, was ganz gut ist. Das kommt ganz gut rüber. So, jetzt können wir Gas geben. Das mache ich jetzt auch mal. So, zeigt euch den Cup, wenn ihr irgendwie Bock habt, dass ich mehr davon zeigen soll, dann mache ich das auch. Weil das ist wirklich gut, das Ding. Also kann ich nur empfehlen. Debütiert hat die Serie natürlich auf dem Super Nintendo, mit F-Zero. Das ist die N64-Version hier. Es gibt aber auch eine Gamecube-Version. Es gibt auch eine Version für den N64DD, also da, wo es auch die Zusätze gab. Das hat man auch, glaube ich, mittlerweile als Modul ausgebracht, Reproduction Cartridge, sag ich nur, dass man also dementsprechend da die Zusatzrennstrecken auch zocken kann. Würde es uns sicherlich auch geben, wenn ich da nochmal einen versuche. Das heißt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ne? Nicht gucken, schreiben. So, hier kann man aufladen. Energie und Boost ist identisch. Das heißt, es ist immer dieses, es ist Neudeutsch, Risk und Reward Technik. Also desto mehr man riskiert, desto mehr kann man erreichen. Man kann aber auch Tiere über die Fresse fallen. So, ich bin in der letzten Runde. Dann kann ich hier mal ein bisschen feuern. So, das reicht. Ja gut. Das ist auf Novice. Also da sollten eigentlich die einfachen Rennstrecken nicht wirklich ein Problem sein. Sind sie auch nicht. So, gut. Ein Rennstrecke, ein Sieg. Dann braucht jetzt nicht irgendeiner großartig Mathematik studiert zu haben, sondern dann führe ich. So, Silence der Rundkurs. Yeah. Gut, der sieht jetzt auch nicht so spannend aus. Aber spätere Sachen kommen da noch, also da lasst euch nicht erzählen. Jetzt bei dem Cup vielleicht nicht, aber da ist übrigens Rival. Jetzt steht es übrigens da. Das ist übrigens auch so, ich weiß nicht, ob das Gag ist, das taucht erst ab Strecke 2 auf. Vorher weiß er das noch nicht, dass er der Rivale ist. Kommt aber wahrscheinlich irgendein Funktionär und drückt ihm eine Karte in die Hand und sagt, ah, du bist der Rivale. So. Ihr seht. Rundkurs. Nesca lässt grüßen. Einfach Gas geben. Und was kostet die Welt? So, alles noch dicht in der Nähe. Man kann natürlich seinen Gleiter ein bisschen pimpen, dass man mehr Endbeschleunigung bekommt. Ich bin jetzt hier auf Standard unterwegs. Sollte aber für den Level definitiv reichen. Jetzt, wenn man theoretisch hier den ganzen Boost mitnimmt, reicht das auch. Dann braucht man nicht mal einen Boost zu aktivieren. Na? Der entkommt, das finde ich nicht gut. Na? Jetzt sollte ich ihn aber gleich haben. Mein Freund. Du bist mal ein bisschen nervig. Ah, doof, 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 doof. Du bist dann vorbei. In der letzten Runde. So. Was? Jetzt mal Schluss mit lustig. So, Wiedersehen. Und nochmal Gas geben. So, aufladen. Und jetzt den Boost raushauen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So. Schluss mit lustig.
Für wen halten die sich? Ich bin Captain Falcon! Erfinder des Captain Falcon Punch Trademark. So, ist ein Zweiter geworden. Samurai Gora. Hier ist übrigens auch, wenn ihr mal drauf achtet, ich hoffe, das seht ihr auch mal. Hier fährt auch der Vater von Fox McCloud mit. Wenn ihr das mal gleich seht. Ich weiß nicht, ob der in jedem Rennen dabei ist, aber ist ganz lustig. Muss ich auch lachen. Ja, coole Idee. So. Strecke 3. So, mal gucken. Das ist schon ein bisschen umfangreicher. Ja, gut. So eine komische Tube, da beschleunigt sowieso wie ein Irrer. Das interessiert mich noch nicht so wirklich. Ja, komm. Hier mal ein bisschen Kotzen für euch. Ist inklusive. Gibt's bei mir gratis. Ja, ist auch mal geil, ne? Let's Kotz. So irgendwie diese vollkloppten Games. Entweder so die LFC Bullet Shooter oder eben Racer, die vollkommen irre sind. So. Zack. So, jetzt gehen wir mal kurz durch die Tube. Na, hier auf Bottwitz YouTube. So, komm, ist mir egal. Hau ab. Lass mich durch. Ihr könnt übrigens natürlich auch von der Strecke abkommen und dann seid ihr tot. Also die Anzahl der Leben, die man da oben hat, die ist nicht aus Spaß. Wenn ich mich gleich richtig deppert anstelle und die Karre mehrfach in die Wand haue, dann bin ich auch tot. So. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt will ich mal hier an dir vorbei, mein Freund. Ja, ihr seid ein bisschen gierig, kann das sein? Ich will aber schon gewinnen. Das ist mir ziemlich egal. So, jetzt hier ein bisschen. Zeit für den offiziellen Kotzmarathon. Ah, jetzt seht ihr, was ich meine. Das ist nicht gut. Hier werde ich keinen Turbo geben. So, danke. Rein da und schleunigen. Gib Gas. Danke. Hui. Tiffy. So. Bis jetzt sieht das alles super aus. 3 Rennen, 3 Siege. Da braucht man nicht über irgendwas nachdenken. Das funktioniert. So. Zack. Da war, glaube ich, ein McCloud. Könnt ihr nochmal gleich gucken. So. Der Korkenzieher. Ja. War das diese künstliche Rundstrecke, also wo man so ein bisschen auf so einem Wurm fährt? Ist das der Korkenzieher? Egal, ich guck gleich mal. So, da wird man gebremst auf diesem Parcours. Es gibt auch später gleich noch irgendwas, was aussieht wie Eis. Das ist auch nicht gut. Das ist alles doof. Ich finde auch den Soundtrack sensationell, wenn ich mal kurz ein bisschen darauf hindern will. Also nicht nur, dass das grafisch für ein N64-Game vollkommen flüssig rennt, super geil funktioniert und eine unglaublich geile Geschwindigkeit aufkommt. Auch der Soundtrack ist geil. Also zu Big Blue kommen wir noch. Das ist ja wahrscheinlich für die F-Zero-Puristen der Song schlechthin. Der kommt auch noch. Und, das ist schon cool. Ja gut, was war der jetzt so schwer an dieser Strecke? Weiß ich jetzt nicht. Das hier vielleicht oder so, dass man da rausgeht oder wie. Also das habe ich jetzt nicht so verstanden. Das finde ich jetzt nicht so umreich. Aber gut. Egal. Ja, du mit deinem, komm, Driving-Keks da. Nein, das ist vollkommen falsch, was man da macht. Ja, genau, fahr wie ein Betrunkener. Ah. Weiß ich nicht, ob ihr noch mit der großartigen, kleiner Witz, Lindsay Lohan hier, Herbie, glaube ich, im Amerikanischen natürlich auch Reloaded oder sowas. Kennt, davon gibt es auch einen Gameboy-Titel. Ja, ungefähr so fahre ich gerade. Deswegen, don't drink and drive. So, denke, du bist weg. Du bleibst auch weg. Nein, Freund. So, Beschleunigung. Aufladen und wieder Gas. Zack. So, 4. Rennen, 4. Sieg. Damit kann ich leben. Das ist für die Liga doch schon mal sehr, sehr gut. Da, John McCloud, da war er gerade.
Big Blue. Ah, Kult Song. Das war jetzt aber das mit dieser, na, sag mal schnell, Schlange. Gut. Da. Ah, genialer Song. Ihr müsst übrigens mal gucken, für die Leute, die sich für Sound-Remixe interessieren, ja, da gibt es ja ohne Ende. Also F-Zero ist auch so ein Game wie, was weiß ich, Final Fantasy oder wie andere Themes, die 8 Millionen Mal remixed worden sind. Und von Big Blue gibt es auch unglaublich geile Versionen. Also, geht mal gucken. Wenn es nicht auf YouTube ist, dann findet es bestimmt auf Dailymotion und sonst OC Remix und was mir noch so alles einfällt. Da gibt es ja so ein paar Portale. Das findet man ja. So, diese Chiptunes-Geschichten. So, wir sind bei 11 und jetzt kann ich Gas geben. Ja, weiß ich. Mach ich auch. So, ja, das ist eigentlich nicht so spannend, wenn ich das mal sagen darf. Muss man eigentlich nur gucken, was ist vorne, was ist hinten. Oh, wisst ihr, alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei und so. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, ein bisschen mehr gucken. So, da Beschleunigung. So, und dann wollen wir mal. Nicht so. Nicht so. Das war nicht so kreativ. Ihr könnt übrigens auch die Sachen natürlich auch kaputt machen. Es gibt hier so eine Art Deathmatch. Ich glaube, Death Race, glaube ich, heißt das hier. Wo es einfach nur darum geht, ne? Last Man Standing oder Last Car Driving oder Last Flyer, Slider, Flying. Ich weiß, glaube ich, was ich meine, aber das gibt's ja auch. Ich habe ein bisschen wenig Energie, um jetzt Scheiße zu machen. Ich muss aber. Aber das war gut. Das war gut, das war gut. So, jetzt beschleunigen. Ich krieg die noch. Yes! So, nicht mehr vorbeilassen. Klappt das noch? Yes! Holla! Deswegen überlegt euch das nächste Mal genau, ob ihr bei mir einsteigt als Beifahrer. So, fünftes Rennen, fünfter Sieg. Schön. Finale. Finale. So, jetzt kommt der High Jump. Das ist die einzige Strecke mit so einer Art Sprungschanze, werdet ihr gleich sehen. Ist aber auch nicht so wahnsinnig ruhmreich, kann man also auch ganz gut schaffen. Da bin ich aber, glaube ich, nie so wirklich sensationell gewesen. Mal gucken, ob ich da also wirklich da auch einen Sieg hole, das weiß ich noch nicht. So, wir machen mal ein bisschen hier. Ja, ja, du mich auch. Erstmal bin ich ganz weit nach vorne. Dann gibt es gleich einen Beschleunigungsfahrt, das ins Eis. Das interessiert uns aber mal ein Keks. So, und jetzt geht's los. So, wie eine Rakete, ab nach oben. So. Und weiter. Man kann das ein bisschen länger ziehen. Oh, das ist doch mein Rival-Freund. Hm. Ja, ja, das werde ich schon tun. Ich werde schon hier rumboosten, da macht ihr mal keine Sorgen. Ja, ja, genau. Alle auf den Kleinen hier. Ist mal gut hier. Ja, gib mir noch einen mit. Komm. So. Oh, sieht die Karre kaputt aus. Das wird super. Das wird geil. So, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Das ist keine tolle Runde. Aber ich kann hier nicht rumboosten. Nicht mit diesem Rotzkack hier. Jetzt aber wieder. So, jetzt komm. Schaffen wir das noch? Bist du nicht am Streifen? So. Nein! Das war ein bisschen zu scharf in der Kurve. Besser. So, dran vorbei. Auch gut. So, und wir fangen an. So. Und jetzt einfach nur durchziehen.
und jetzt komm. Ich weiß schon, warum ich das Ding nicht mag. Egal, Dritter, das reicht auf jeden Fall, dass er das zählt als Erfolg. Also ihr müsst nicht immer gewinnen, ihr müsst aber, glaube ich, irgendeinen gewissen Platz erreichen, damit es zählt. So, das Turnier sollte ich gewonnen haben. Ich wüsste nicht, wie mich einer da hätte überholen können. Ja, gut. So, dann mach Siegerehrung. Für Captain Falcon bei F-Zero X auf dem N64. Ein geiler Racer. Ein absolut geniales Ding. Das muss man kennen. Ich bin sogar der Meinung, dass diese Version mir besser gefällt als F-Zero GX auf dem GameCube. Aber tolles Ding. Tolles Ding. Wirklich. Also neben Mario Kart muss man das Ding hier kennen. Also da geht kein Weg dran vorbei. So, wir lassen ihn mal einfach seine Siegesrunde drehen, seine Ehrenrunde. Und dann kommt gleich die Ehrung. Und Captain Falcon hat es mal wieder geschafft. Klar, ist ja auch irgendwie der Titel. Bei GX, glaube ich, korrigiert mich. Ich glaube, da gibt es so einen Story-Mode, der ganz witzig gemacht ist. Ohne Frage. Also das ist ganz cool. Aber vom Racing oder vom Feeling finde ich das hier eigentlich auch besser. Wobei, irgendwann kann ich euch mal die GameCube-Version und die Super Nintendo-Version auch mal zeigen, oder nicht. Na, wir können es ja. So. Wir interessieren uns für Platz 3, wir interessieren uns für Platz 1, wir interessieren uns nur für Platz 1. Hier. Für Captain Falcon. So, komm, mach Feuerwerk. Feuerwerk. Ja, da freut sich der Pyromann in mir. Da ist er. Der Großartige. Genau. Und wenn ihr mal wollt, kann ich auch mal die anderen Cups auch mal vorstellen. Da gibt's also noch Sachen, die man natürlich freispielen kann und höhere Levels und ihr kennt das ja, ne? Wie aus den meisten Racern. Hier ist übrigens Death Race. Das kann ich euch auch mal irgendwann zeigen. Das ist ganz witzig. Ja, ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war F-Zero X auf dem N64. Ein geiles Game. Muss man kennen. Ist Kult. Hammer, hammer, hammer geil. Und wenn ihr euch was wünscht, ab in die Kommentare. Ansonsten abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Mr. Venom 1974. Bis dann. Tschüss.